Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder ein Haul-Video für euch vorbereitet. Und zwar habe ich in den letzten Wochen ein bisschen eingekauft. Ich war bei uns im Bastelladen in Minden. Kreativ und Kunst, glaube ich, heißt der Laden. Und habe mir einen neuen schmalen Wassertankpinsel gekauft. Dieser hier kostet 5,60 Euro. Das war auch tatsächlich das Einzige, was ich mitgenommen habe. So, dann habe ich was online bestellt. Und zwar bei Stempelmühle. Das ist ein Online-Versand, gleichzeitig aber auch ein Bastelladen, so wie ich es verstanden habe. Für Scrapbooking, Stempel und Mixed Media. Und sesshaft ist der Laden in München. Das ist ein Laden, wo ich tatsächlich schon mal bestellt habe, aber allerdings ist das schon 15 Jahre her. Das war damals meine erste Online-Bestellung mit Stempeln. Mein erstes Stempelkissen, mein erster Stempel. Und diesmal habe ich ein bisschen mehr eingekauft. So, das hier holen. Ich habe mir die großen Distress Inks bestellt. Mit den, also Archival Inks sind das eigentlich in den Farben von Distress Farben. Das heißt, die passen sich zu den Distress Farben an. Die Archival Inks gibt es auch separat, also als Kollektion. Ich habe diese ja als Minis und da ich damit so viel arbeite, habe ich mir überlegt, dass ich die auch in groß bestellen möchte. Die gibt es halt auch nur als Vierer-Set und nicht einzeln. Deswegen ist der Preis ein bisschen happig. 27,99. Man kann auch mit den kleinen arbeiten, aber wie gesagt, dadurch, dass ich die so gut finde, habe ich die einfach mir noch in groß geleistet. Dann habe ich einen, ja, nennt sich Alkohol Ink Blower gekauft. Das ist, ja, ich packe mal kurz aus. Das ist ein Hilfsmittel, um mit den Alkohol Inks zu arbeiten. Da könnt ihr halt wirklich die Farben bewegen und pusten. Also mit dem Strohhalm zum Beispiel möchte ich das gar nicht versuchen zu arbeiten. Der von Ranger, der ist mir zu groß, zu teuer. Ich habe damit zwar nicht gearbeitet, kann das nicht beurteilen, wie er von der Arbeit her ist, aber ich denke, so ein kleines Tool reicht mir schon aus. Ich werde es auch gerne testen. Der kostet 6,90 Euro, ist von... ja toll, hier steht der Firma gar nicht drauf. Couture Creations. So. Ja. Und da ich mit den Alkoholinks ein bisschen mehr rumprobieren möchte, habe ich mir auch das passende Papier geleistet. Das Jupo-Papier, das ist ja so eine Art Plastikpapier. Das ist kein Papier in der Form, sondern wirklich aus Kunststoff. Das sind hier 10 Blätter in 234 Gramm, 6,80 Euro von Craft Emotions. Es gibt auch noch andere Hersteller. Ich weiß auch da nicht von der Qualität, ob sich da groß was unterscheidet, aber ich möchte halt gerne auf richtigem Papier ausprobieren das Ganze. Und ja, das ist mein erstes Testobjekt. Dann habe ich noch zwei Alkoholinks bestellt. Das sind Aloe-Farben. Das eine ist metallisch silber, würde ich sagen. Oh, was ist das denn? Ah, ich meinte, stand den Namen mit drauf. Finde ich jetzt nicht. Ja. Aloe Foundry und Aloe Station. Das ist das hier. Da müsste das ja eigentlich. Ja, Foundry, genau. Das sind schon tatsächlich die Bezeichnungen. Die verhalten sich halt anders als normale, gewöhnliche Alkoholfarben und sind halt metallisch schimmernd. Also ich, wie ihr seht, der Preis ist auch nicht gerade ohne. 5,99 Euro kosten die und das sind wirklich kleine Fläschchen. Da sind 14 Milliliter drin. Aber, ne? Zum Experimentieren wollte ich die gerne mal ausprobieren. Und das letzte Element, was ich bestellt habe, sind die neuen Distress Inks in Mini-Cubes. Da sind ja 1 Zoll mal 1 Zoll Quadrate, 4 Stück für 11,90 Euro und das ist das Set Nummer 16. Inzwischen gibt es ja die sortiert
auch im Viererset. Ja, die Farben hatte ich noch nicht und dann mussten sie halt einfach mit. Es gab auch noch ein kleines Geschenk obendrauf, einen kleinen Kellnerblock, den kann man noch verbasteln und zu was Schönem gestalten und ein paar Kataloge zum Schmökern. So, müsste ja nicht so sein. Studio Light und Craft Emotions. Man weiß ja sonst nicht, was man kaufen sollte, ne? So, meine nächste Online-Bestellung ist bei Nelles Nellen gewesen. Und zwar habe ich zu Ostern für meine Mädels Geschenke gekauft und für mich dann gleich mit. Und zwar sind das Silikonstempel. Hier steht es auch 8,5 mal 6 cm groß. Hier steht der Preis 3,65 €. Ich denke mal, das ist der Ladenpreis. Aber aktuell sind die, glaube ich, online auch etwas günstiger. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Osterspecial ist, 10% Reduzierung oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall, der Preis ist nicht bindend. Und da Ostern natürlich auch nicht ohne Häschen geht und ich diese total niedlich fand, habe ich die mitbestellt. Die gibt es inzwischen auch, glaube ich, in der Farbe Gelb. Ich habe beides bekommen, die komplett gelb durchgefärbt und einmal diese rosa-blaue Variante. Es sind dieselben Motive, das macht keinen Unterschied. Und es gibt noch davon noch ein zweites Set. Das hier fand ich halt persönlich schöner, deswegen habe ich das bestellt. Und auch da gab es ein kleines Geschenk obendrauf. Es gab ein, nennt sich Layer Clear Stamp. Und zwar ist das dieser hier. Ihr könnt quasi in drei verschiedenen Farben direkt stempeln. Das sind nämlich drei aufeinander angepasste Stempel. Sind quasi als Block. Die sind nicht, also zusammenhängend. Und da könnt ihr halt jeden einzelnen Stempel übereinander stempeln. Und in verschiedenen Farben habt ihr es quasi so direkt passend. So, zum Abschluss meinen Action-Einkauf. Ich habe mir die neuen Alkohol-Inks bestellt, sag ich schon, gekauft. Hier habe ich den Preis drauf geschrieben. Das Set kostet 99 Cent. Also im Vergleich zu den Original, ne, Alkohol-Inks ist das absolutes Schnäppchen und ihr kriegt größere Fläschchen, ne? Da macht sich der Preis schon wirklich bemerkbar. Ich habe die tatsächlich erst gemieden und gedacht, das sind ja die gleichen, die wir schon letztes Jahr hatten. Und dann habe ich dann in einem anderen Haul-Video tatsächlich gesehen, dass das ja komplett andere Farben sind. Hier habt ihr zum Beispiel Nummer 11 und 12 draufstehen. Das ist das lila Set. Die neuen haben aber. Oh, jetzt bin ich. Moment. Die neuen sind aber 27 und 28. Das heißt, da sind tatsächlich neue Farben. Ich hole euch mal näher dran. Muss eigentlich gleich funktionieren. So. Ich weiß nicht, ob man es vernünftig lesen kann. Also sind die neuen von Nummer 17 bis Nummer 32. Und die ersten waren 1 bis 16. Ne? Ich habe damit ja schon mal gearbeitet, mit den alten Farben zumindest. Und habe halt das genommen, was ich zu Hause hatte. So. Bin schon super unvorbereitet. Irgendwo hatte ich die. Finde ich jetzt natürlich nicht. So, da sind die. Ich habe nämlich auf das quasi das Ganze ausgetestet. Das sind die alten Farben vom letzten Jahr. Und zwar, das ist Transparentpapier oder Vellumpapier, wie man es nennt. Das ist etwas, ich sag mal, strukturiert gewesen. Das ist nicht komplett transparent, das hatte so eine leichte, ja, Musterung drauf. Und nachdem ich dann mit den Alkoholinks draufgegangen bin, sah es so aus. Also ich muss aber auch dazu sagen, ich habe die Farben nicht direkt aufs Papier gebracht, sondern auf eine Folie und dann das Papier wirklich da reingetaucht. Also so. Und das Ganze wiederholt und geschichtet, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war. Und ich fand das total genial. Also ich weiß, dass man halt, um richtig mit den Farben zu arbeiten, das Hypopapier braucht. Aber auch das Transparentpapier oder Vellum ist kein saugendes Papier. Das heißt, das könnt ihr super dafür auch benutzen. Es verhält sich halt nur etwas anders. Hier ist noch ein Beispiel.
Ich werde es euch wahrscheinlich auch noch im Video zeigen. Habe auch hier so ein kleines Reststück genommen. Wie ihr seht, kann man den Glitzer ganz gut erkennen. Da, wo der Glitzer sich halt gelöst hat oder beziehungsweise, ne, das ist irgendwie, das ist ja auch das Komische. Also der Glitzer, der wird nicht auf dem Papier bleiben, der geht mit ab. Das heißt, ihr müsstet das theoretisch noch irgendwie fixieren mit Haarspray oder eine richtige Fixierspray. Okay, noch ein Beispiel. Ich habe das Ganze auch auf Fotopapier ausprobiert. Das hier ist zum Beispiel eins der, sag ich mal, hässlicheren Versuche. Da habe ich mit Grau experimentiert und irgendwie, ja, er sieht ganz nett aus. Das glitzert auch so ein bisschen, ne? Aber es gibt auch dann halt etwas schönere Beispiele. Auch da habe ich das quasi nicht direkt aufs Papier gebracht, sondern auf eine Folie und dann mit dem Papier da reingetaucht. Und ja, das Ergebnis fand ich auf jeden Fall super. Es geht sogar auch wirklich zaghaft. Hier habe ich zum Beispiel ganz stark mit Schwarz gearbeitet, da das Schwarze so dominant, das überlagert alle anderen Farben. Also da hätte man vielleicht ein bisschen weniger von Schwarz nehmen können. Ich habe auch zum Beispiel mit den grünen und Blaufarben ein bisschen rumexperimentiert. Ein bisschen mit Lila, Rosa und das, was halt auf der Folie über war, wie zum Beispiel dieses Türkis von den anderen Versuchen. Das hat sich irgendwie überschichtet und das Ergebnis hat mir ganz gut gefallen. Man hat so überall diese kleinen Sprenkler, das waren wirklich Reste, die auf der Folie waren und ich finde es eigentlich ganz süß. So, das war aber genug mit Beispielen und zu den Alkoholfarben. Ich habe ein bisschen mehr eingekauft. So, raschel, raschel. So, und zwar habe ich Wolle mitgebracht. Und zwar ist das eine weiche Baby Soft Cotton, also 100% Baumwolle. Die kann man halt zum Stricken und Häkeln benutzen. Was hat das mit Basteln zu tun oder mit mir? Ich habe damit kleine Elemente für meine Karten gebastelt, beziehungsweise auch als Geschenke für meine Mädels. Ich fand die Farben total schön. Ich meine, ich habe schon einiges von Action und auch von anderen Orten. Aber die Farben, die haben mir alle sofort gefallen. Deswegen mussten alle 6 direkt mit. Und eine Rolle davon kostet 99 Cent. Also ich habe davon schon jede Menge Elemente gehäkelt und es ist immer noch so viel auf der Rolle. So. Ich habe auch mal tatsächlich auch Stanzen bekommen. Ich habe die schon bei Facebook gesehen, dass die einige schon hatten. Und ja, 3,29 Euro ist eins der Sets oder kostet eins der Sets. Und ich habe davon 4 Stück mitgenommen. Es gibt insgesamt 6 in der Serie. Die anderen 2 sind mit Tieren und die haben mir halt absolut nicht gefallen. Deswegen nur die 4. Und ein absolutes Basic. Das ist Aquarellpapier vom Action. Das Gute hier dran ist, es ist komplett weiß und ich benutze das halt wirklich für meine Kartenrohlinge oder zum Stanzen. Ein Block kostet 1,39 und wir haben hier 20 A4 Blätter drin. Ja, das war's auch schon. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!